Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Kann man mich gut hören? Schreiben Sie bitte kurz in den Skype, also in den Chat hinein. Ton ist okay. Das freut mich, denn das ist immer meine größte Sorge bei diesem Webinar, dass man mich nicht versteht. Ich möchte Sie alle erstmal herzlichst begrüßen an diesem wunderschönen Abend und freue mich, dass Sie sich trotz dem schönen Wetter die Zeit genommen haben, heute hier bei uns dabei zu sein. Ich begrüße Sie zu unserem Webinar Skyway, ein Märchen oder schon bald unsere Zukunft. Mein Name ist Rosemarie Kirner oder auch kurz Rosi Kirner, wie Sie wollen. Ich bin 51 Jahre alt. Ich komme aus dem nördlichen Teil von Bayern und zwar genau aus der Oberpfalz. Und ich gehöre nicht zur Skyway Group, auch nicht zu Skyway Capital. Aber ich bin Investorin, wie vielleicht der eine oder andere, der hier zuhört. Und ich bin so begeistert und aus diesem Grunde habe ich mich entschlossen, hier diese Webinare für uns Deutschsprachige zu sprechen. Unser Webinar wird aus drei Teilen bestehen. Der erste Teil, da geht es um die Skyway Transporttechnologie an sich. Im zweiten Teil geht es darum, warum ist es interessant, Skyway Investor zu werden. Und im dritten Teil dürfen Sie dann Ihre Fragen stellen. Ich werde mich heute wieder verabschieden mit meinem Live-Bild, weil es einfach für meine Konzentration wesentlich besser ist, wenn ich hier nicht. Die Skyway Transporttechnologie. Gut, der Erfinder dieser Technologie ist Anatoly Junitsky und zwar hat er bereits seit 1977 daran gearbeitet, das heißt das Ganze entwickelt und natürlich auch patentiert. Und die Vorteile liegen besonders in der Vielfalt des Designs und des Technologie-Know-hows, aber auch ganz besonders in den eigenen patentierten Engineering-Lösungen. Wer ist Anatoly Junitsky? Für mich eine ganz besonders interessante Person. Er ist erstmal der Autor von 140 Erfindungen. 30 seiner Erfindungen erbrachten in der ehemaligen UdSSR einen Mehrwert oder einen wirtschaftlichen Nutzen von 100 Millionen Rubel. Also nicht gerade wenig. Er ist weiter der Verfasser von 18 wissenschaftlichen Monographien und der Verfasser von mehr als 200 wissenschaftlichen Arbeiten. Wer nicht weiß, was eine Monographie ist, kurz, es ist einfach eine wissenschaftliche Arbeit, die sich mit einem Gegenstand befasst. Zusätzlich ist er Mitglied des Bundesverbandes der UdSSR Astronautics und das bereits seit 1986 und der Russischen Öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften. Und das auch schon seit 2000. Für uns besonders interessant ist, er ist der Erfinder und der Chefingenieur des Skyway String Transportsystems. Was ist Skyway? Warum ist es für uns so interessant? Nun, Skyway ist ein modernes, besonders ökologisches, angepasstes und auch sicheres Transportsystem und zwar auf der zweiten Ebene. Was versteht man dabei? Zweite Ebene heißt ganz einfach, der Transport findet auf einer speziell konstruierten Stringstruktur statt, zwar ähnlich einer Seilbahn, wenn auch hier keine Analogien bestehen, aber sie haben die Ähnlichkeit in der Höhe, nämlich das Ganze findet in 15 bis 30 Meter Höhe statt. Man sieht es auch hier ganz deutlich im Bild. In der Mitte, wir haben hier diesen Turm und da geht einfach gehen diese Strings eben entlang und hier fahren die Bahnen dann drauf. Diese Stringstruktur bietet zudem auch noch weitere multiple Nutzungsmöglichkeiten, nämlich man könnte in diese Stringbahnen auch Strom, Internet und weitere für die Infrastruktur des Landes benötigte Leitungen mit einbauen, was ja natürlich sehr viele Arbeiten, Grabarbeiten und so weiter erspart. Eine meiner Meinung nach sehr wichtige und gute Möglichkeit. Sie werden sich vielleicht fragen, warum brauchen wir diese Skyway-Technologie? Brauchen wir sie überhaupt?
Die Frage wurde mir tatsächlich schon mal gestellt. Ich meine ja. Und zwar hauptsächlich aus ökologischen Gründen, nämlich diese ganze Technologie kann maßgeblich an der Reduzierung der Schadstoffemissionen ja, uns beitragen. Man sieht ja hier unten die Autos, wenn sie hier im Stau fahren, man kann sich vorstellen, was hier für Abgase abgegeben werden. Es gibt ja nicht umsonst in Großstädten diese Plakettenpflicht. Wenn man die nicht hat, darf man im Sommer gar nicht mehr rein. All diese, ja, diese Schwierigkeiten kann man eben mit dem Bau dieser Bahn umgehen. Diese Bahn hat zusätzlich einen sehr geringen Kraftstoffverbrauch. Man hat einen nur ganz kleinen, minimalen Verbau der Erdoberfläche. Und wenn man hier diese Pfeiler sieht, die nehmen nicht gerade viel Platz ein im Vergleich zu einer Straße. Und die Strings, die sind ja im oberen Bereich, die brauchen überhaupt keinen Platz. Man hat relativ geringe Baukosten durch das ganze System und somit natürlich auch einen geringen Verbrauch an Baumaterial. Zudem hat man durch diese Technologie ein hohes Maß an Sicherheit, denn die ganzen Gefahren, die man hier unten im Straßenverkehr hat, diese Kollisionsgefahr, das heißt, dass man Auffahrunfälle haben könnte oder Kollisionen mit Fußgängern, mit Fahrrädern, das Ganze ist hier einfach ausgeschlossen, weil sich das eben in der zweiten Ebene abspielt. Man hat einen sehr niedrigen Transportpreis, nämlich man geht davon aus, dass es höchstens die Hälfte von den herkömmlichen Methoden benötigt. Das kommt einfach auch durch diese Gesamtausgaben, die wesentlich minimiert sind im Vergleich zu anderen Transportwegen. Und man kann, das ist auch sehr interessant, mit sehr hohen Geschwindigkeiten fahren. Im Stadtverkehr bis zu 150 Stundenkilometern, außerhalb sogar bis zu 500 Stundenkilometern. Bedingt durch die relativ niedrigen Baukosten hat man auch eine relativ niedrige Amortisationszeit. Und zwar spricht man hier von etwa 3 bis 5 Jahren. Das ist verhältnismäßig gering und es refinanziert sich sehr, sehr schnell. Zusätzlich ein ganz wichtiger Vorteil, das ist diese Topologieunabhängigkeit. Das heißt einfach, dass man auch schwer erreichbare Orte anfahren kann, was man mit anderen Transportwegen überhaupt nicht ermöglichen könnte. Wir haben hier in der Präsentation auch noch ein direktes Beispiel, da komme ich noch dazu. Hier haben wir die einzelnen Fahrzeuge, die derzeit bei der Skyway-Bahn eingesetzt werden oder in Zukunft eben geplant sind. Ich beginne mal rechts unten mit dem kleinsten und leichtesten Fahrzeug, dem Unibike. Bike sagt schon aus, man denkt ja sofort an Fahrrad, jawohl, ist auch so. Hier in diesem Fahrzeug darf man sich auch körperlich betätigen, man kann hier auch treten und damit das Ganze mit unterstützen. Die Geschwindigkeit reicht hier bis zu 120 Stundenkilometern. Das Fahrzeug fasst bis zu 5 Personen. Es kann auch für diverse Events gebucht werden und es legt eine Distanz zurück ab 5 Kilometern. Links im Bild sehen wir dann die Stadt- und Regionalbahn. Dieses Fahrzeug, der Unibus, besteht aus 3 Modulen. Man sieht auch sehr viele Fensterfronten, was ich persönlich sehr interessant finde. Man kann schön rausschauen, wenn man in dieser Höhe durch die Stadt bewegt wird. Da gibt es ja richtig was zum Sehen. Dieses Fahrzeug wird hauptsächlich eingesetzt im Stadtverkehr, im Regional- und Nahverkehr. Oder zum Flughafen, von der Stadt zum Flughafen. Oder natürlich auch zu diversen Sehenswürdigkeiten. Und da ist es natürlich ganz besonders schön, wenn man sehr viel sieht. Es erreicht eine Geschwindigkeit bis zu 150 Stundenkilometern und fasst eine Personenkapazität von bis zu 100 Passagieren. Die Distanz, die diese Bahn zurücklegen kann, liegt bei bis zu 200 Kilometern. Und die Tageskapazität, das ist enorm. Das liegt bei bis zu 25.000 Passagieren, und zwar in einer Richtung. Warum so viele Passagiere? Das Interessante an dieser Bahn ist auch, das Ganze wird irgendwie gesteuert nach Verkehrsaufkommen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Berufsverkehr habe und ich habe sehr viele Personen, die transportiert werden möchten, dann kann diese Bahn bis zu alle 2 Sekunden
losfahren. Also das ist enorm. Alle 2 Sekunden fährt eine Bahn weg und transportiert die Menschen weg in Stoßzeiten. Wenn natürlich weniger ist, dann fährt sie entsprechend weniger. Wir sehen rechts oben im Bild das Frachttransportfahrzeug, das Unicar. Man sieht ja auch fensterlos, denn Fracht braucht keine Fenster. Im Gegenteil, da ist es manchmal unangebracht. Hiermit kann man transportieren Schüttgut, das werden wir dann noch sehen an einem Beispiel, Flüssiggas, Stückgut oder auch natürlich Spezialfracht. Dieses Fahrzeug erreicht eine Geschwindigkeit bis zu 120 Stundenkilometern und fasst eine Kapazität bis zu 20.000 Tonnen. Also ein Fahrzeug ersetzt 10 Lkw-Ladungen. Da haben wir nichts dagegen, wenn weniger LKWs durch die Gegend fahren, nehme ich mal an. Die Distanz, die dieses Fahrzeug erreichen kann, sind 10.000 Kilometer und eine Jahreskapazität bis zu 200 Millionen Tonnen. Das ist schon enorm. Und links im Bild sehen wir mein Lieblingsfahrzeug. Sieht schon irgendwie so windschnittig aus, nämlich die Highspeed Unibus, die Highspeed-Bahn. Diese Bahn konkurriert schon mit einem Flugzeug, denn sie erreicht eine Geschwindigkeit bis zu 500 Stundenkilometern, kann bis zu 500 Passagiere transportieren und eine Distanz fahren bis zu 10.000 Kilometern. Das Einsatzgebiet ist natürlich nicht in der Stadt, sondern außerhalb. Es verbindet die großen Metropolen, die Großstädte miteinander. Und die Tageskapazität, das ist auch fast unglaublich, sie fasst bis zu 1 Million Passagiere kann sie am Tag transportieren, durch die Geschwindigkeit eben und die Masse. Und jetzt kommen wir nochmal zum Thema Sicherheit. Wir hatten das Ganze ja schon mal heute in Bezug auf Kollisionsgefahr eben mit weiteren Fahrzeugen, Fahrrädern oder Personen. Aber Sie können sich vorstellen, wenn so eine Bahn in höheren Regionen fährt und vor allen Dingen mit diesen Geschwindigkeiten, da wird einem schon fast ein bisschen schwindelig, wenn man dran denkt. Und man sagt sich, na gut, wie sieht es denn aus, kann die nicht runterfallen, wenn zum Beispiel stark der Wind geht oder was weiß ich. Aber auch hier hat man sich einiges ausgedacht. Man sieht es hier im Bild. Moment. Hier im Bild. Wir haben hier dieses Rad, das eben auf diese Hochbahn hier transportiert. Und links im Bild, hier in diesem weißen Kreis, sehen wir noch ein Rad. Und dieses Rad gehört zum speziellen Anti-Entgleissystem. Das verbessert die Sicherheit nochmal um das Zehnfache. Allein schon das Rad ist ein spezielles Sicherheitssystem, aber hier dieses Anti-Entgleissystem sorgt dafür, dass wir auch sicher uns vorwärts bewegen können und keine Angst haben müssen. Und nun kommen wir zur Basis dieser Skyway-Technologie, nämlich zur innovativen Stringschiene. Wir sehen hier links im Bild hier einen Querschnitt dieser Stringschiene. In der Mitte befindet sich der String. Das ist nichts anderes als ein Bündel vorgespannter Stahldrähte. Das Ganze ist umgeben von einem Befestigungselement. Und außen herum hier, das ist das Schienengehäuse. Und die Zwischenräume hier sind mit einem Spezialbeton ausgegossen, das das Ganze dann stabilisiert. Und oben befindet sich dann eben die Stahlkopfschiene. Also wir sehen hier schon, das hat mit einer Seilbahn nichts zu tun. Gut, dann haben wir rechts im Bild die einzelnen Konstruktionen. Also es gibt 3 verschiedene Stringschienensysteme. Einerseits das flexible, schnittfreie Stringschienenstruktursystem. Das ist ähnlich, kann man sich vorstellen, wie bei einer Seilbahn, bloß wie gesagt, das ist ein Schienenkonstrukt. Dann haben wir in der Mitte die halbstarre, schnittfreie Stringschienenstruktur. Das ist eher so, wie soll ich sagen, wie eine Hängebahn. Und unten haben wir dann, also diese beiden oberen, können mit einer Geschwindigkeit bis zu 150 Stundenkilometern gefahren werden. Das Ganze ist natürlich immer entsprechend geländeabhängig. Wo ich gerade hin muss, wenn ich in die Höhe muss oder so, dann brauche ich die oberen Systeme.
bewege ich mich über Land auf geraden Strecken. Man sieht es hier schon, das Ganze ist hier ganz starr. Das ist die starre Konstruktion. Und hier können wir auch bis zu 500 Stundenkilometer fahren. Links im Bild sehen wir nochmal ein Teilstück, wo die Hochbahn drauf fährt, eben hier oben mit dieser Stahlkopfschiene oben. Und dann haben wir noch unten ein Konstrukt. Hier hängt dann die Hängebahn dran. Das werden wir dann auch gleich nochmal im Bild sehen. Links haben wir noch eine Formel. Diese Formel hat mich persönlich sehr, sehr interessiert, nämlich ist das eine Vergleichsformel, wenn man jetzt diese 5000 Kilogramm, die so eine Bahn wiegt mit Inhalt, sage ich jetzt mal, wenn man die mit einer normalen Pneumatik, das heißt einer Luftreifentechnologie, wie es zum Beispiel ein Auto ist, transportieren würde, müsste man bei einer Stundenkilometer von 450 Stundenkilometer, müsste man 1100 Kilowatt Energie aufbringen. Mit dieser Technologie braucht man geradezu 9,2 Kilowatt. Also das ist vom Vergleich her wirklich enorm. Das sagt einfach diese Formel hier aus. Also mich persönlich hat das sehr interessiert, und ich denke, wenn man jetzt bedenkt vom Energiebedarf, das kostet ja auch immer Rohstoffe oder die Energie muss erstmal produziert werden und das ist dann natürlich schon hochinteressant, wenn man das nicht braucht. So, hier haben wir dieses Spezialrad in seine Einzelteile zerlegt. Und hier kommen wir zu diesen Transportcontainern. Hier natürlich mit Stückgut, das durch Gabelstapler beladen wird. Das fährt dann schön langsam weiter, wenn er voll ist. Und so wird es Stück für Stück beladen. Und im nächsten Beispiel, wenn es mich mag, ah ja, gut. Entschuldigung, ich war zu schnell. Das ist jetzt die falsche Richtung. Hier nochmal. Hier haben wir ein Transportfahrzeug, das eben auch mit Schüttgut bestückt wird. Man sieht es hier, das wird richtig reingeschüttet, könnte Kohle oder sowas ähnlich sein. Auch ein Transporter, Frachttransporter als Hängetransporter. Und im nächsten Bild sehen wir dann ein Transport. Fahrzeug oder mehrere genau genommen, die werden von oben her auch mit Schüttgut beladen. Und zwar funktioniert das, es bewegt sich schön langsam weiter. Das Beladen funktioniert wirklich in extrem kurzer Zeit und die Bahnen bewegen sich schön langsam weiter, sodass man hier nicht viel Zeit braucht. Das Ganze wird auch im Technopark, den wir jetzt sehen, dann auch live dargestellt für diejenigen, die sich dafür interessieren. Gut, der Öko-Technopark, das ist unser Hauptprojekt. In dieses Projekt, das von sehr großer Bedeutung ist, gehen auch derzeit unsere Investitionen, die wir tätigen. Warum ist dieses Projekt so wichtig? Es liegt einfach daran, wenn man etwas kaufen möchte, egal was, dann möchte man nicht die Katze im Sack kaufen, sondern man möchte das Ganze besichtigen. Beispielsweise, Sie möchten sich ein neues Auto kaufen, dann werden Sie nicht sagen, ich gehe ins Internet, wenn Sie das nicht kennen und bestellen mir das, sondern Sie werden zum Händler fahren, werden sich das Fahrzeug erstmal ansehen, werden vielleicht sogar Probe fahren und sagen, okay, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und genauso ist es mit dieser neuen, sehr innovativen Technologie. Keiner wird die Katze im Sack kaufen, schon gar nicht, wenn es um solche Größen von Investitionen geht. Und dazu braucht man eben diesen Technopark. Er dient der Präsentation der ganzen Transportmöglichkeiten, aber auch der Zertifizierung. Zertifizierung ist wichtig, wenn man den Wert des Unternehmens steigern möchte. Ich habe sowas schon mal live selbst erlebt bei meinem früheren Arbeitgeber, habe daran mitarbeiten dürfen und auch das ist gerade bei dieser innovativen Technologie sehr, sehr wichtig und notwendig, um einfach hier die Wertsteigerung zu erreichen. Und die wird auch hier in diesem Ökopark, wenn es noch alles gut geht, dieses Jahr zumindest noch beginnen. Dieser Öko-Technopark ist veranlagt mit 300 Millionen US-Dollar im Businessplan. Das nur mal von
Kostenfaktor her. Und hier kann man ganz hinten, zeige es, hier diese Frachttransporttrasse sehen. Wir haben hier gerade die Frachtfahrzeuge gesehen. Hier im hinteren Bereich wird wahrscheinlich demonstriert, wie man diese Fahrzeuge belädt und hier einfach, wie sie sich dann bewegen. In der Mitte haben wir dann die Stadt- und Regionalbahn oder eben die Möglichkeit, wie sie bewegt werden kann. Mit eingebaut hier ein Hängebrückenmodul, dass man sieht, aha, das kann auch in die Höhe gehen. Zusätzlich haben wir hier noch Kurventeile, denn die Bahn fährt ja in der Regel geradeaus, aber ab und zu muss sie halt auch um die Kurve. Das geht nicht so einfach. Dazu braucht man hier diese Kurvenstücke. Hat man hier einmal und natürlich hier hinten einmal. Sehr viel Grün, was das Ganze natürlich auch sehr ökologisch wieder macht, was uns auch gefällt. Und hier vorne haben wir auch noch einen Bahnhof. Und das sehr, sehr interessante und wichtige Teil für die Hochgeschwindigkeits- und Stadtverkehrsstrecke zum Demonstrieren. Diese Strecke wurde ursprünglich ausgelegt, dass man 30 Kilometer das Ganze lang machen muss. Aber die Konstrukteure, die arbeiten ja ständig an allem und haben da hier was ganz Fantastisches entdeckt, nämlich man hat hier eine sogenannte Gravitationsmotorbremse einbauen können. Und ich glaube auch, die Technologie dieser Gravitationsmotoren, das heißt nichts anderes als Schwerkraft, man arbeitet hier mit Schwerkraft. Und somit konnte man durch diese neuartige, mittlerweile weiterentwickelte Methodik die Verkürzung dieser 30-Kilometer Strecke auf 15 oder 16 Kilometer erreichen. Und wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, dass jeder Kilometer hier zwischen 2,5 und 3,5 Millionen kostet, dann können Sie sich vorstellen, was man hier bereits schon einsparen konnte bis zum heutigen Zeitpunkt, nämlich schon 45% der Kosten. Man hat natürlich auch noch an den ein oder anderen Teilstücken gearbeitet und verbessert. Die sind ja ständig hier dran. Aber bis dato hat man tatsächlich bis zum heutigen Stand schon 45% der Kosten eingespart. Da ist natürlich ein großer Faktor speziell diese Streckenverkürzung. Die Strecke hat hier genau 19 Pfeiler eingebaut, also diese Pfeiler, die die Technologie eben halten. Und ja, ist für mich schon sehr interessant, denn wer schon mal Haus gebaut hat, wie ich, der weiß, meistens ist das, was veranlagt wird, nicht ausreichend. Es wird immer teurer. Hier das Gegenteil, das hat schon Seltenheitswert. So, rechts im Bild hier sehen wir nochmal eine Stringschiene mit einer Hochbahn und einer Hängebahn. Und hier eingebaut, das ist eben auch interessant, das schon angesprochen wurde anfangs, hier hat man auch diese Informations-, Kommunikations- und die Energieversorgung mit integriert. Das ist meiner Meinung nach schon ein ganz großer Vorteil. Wo befindet sich dieser Park? Die Frage kam das letzte Mal auch nochmal zum Schluss, deshalb betone ich das so. Er befindet sich in Weißrussland und zwar Mariana Horka heißt der Ort und das ist in der Nähe von Minsk. Minsk ist ein wirtschaftlich sehr gut gelegener Ort, deswegen hat man diesen Ort gewählt. Dort gibt es sehr viele Wissenschaftler, das ist von der Erreichbarkeit sehr, sehr günstig. Und deshalb hat man speziell meines Wissens diesen Ort gewählt. Also das nochmal zur Information. Hier haben wir ein wichtiges Abkommen. Wer ein bisschen Russisch kann, ich kann es nicht. Aber die liebe Jana hat das ja hervorragend für mich gemacht, nämlich das Wichtigste steht oben. Die Mintrans. Die Mintrans, das ist das Verkehrsministerium von Russland. Die Mintrans hat dem Anatoly Junitsky seine Technologie endlich nach 15 Jahren Kampf als innovative und einsatzbereite Technologie anerkannt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt gewesen, damit endlich diese Technologie umgesetzt werden kann. Aber es gibt auch, also in Russland wird dieses Projekt dann auch als Pilotprojekt gestartet. Es hat ihm sehr viel Energie gekostet. Er hat stundenlang referiert dort,
aber er hat es geschafft und wir freuen uns sehr darüber. Ganz besonders ich, denn ich bin ein absoluter Fan dieser Technologie. Einen weiteren ganz wichtigen Schritt nehme ich, damit das Ganze auch weltweit interessant wird und sich nicht nur auf den russischen Bereich bezieht, hat sicherlich hier auch Rod Hook erreicht. Rod Hook ist ja bis vor 2 oder 3 Jahren Verkehrsminister in Australien gewesen, wurde dann abgesetzt auf, naja, etwas spektakuläre Art und Weise, würde ich jetzt mal sagen. Aber er hat zusätzlich auch noch ein Transportunternehmen. Also das heißt, er ist vom Fach. Und er wurde von einer Dame, die bereits Investorin ist bei Skyway und die in seinem Heimatort lebt, aber ursprünglich aus Weißrussland kommt, kontaktiert, und zwar über LinkedIn. Oder so ein, ich glaube schon über LinkedIn. Und hat ihn gefragt, sie hätte da eine neue Transporttechnologie, ob er interessiert sei, sich das mal etwas näher anzusehen. Er, sehr neugierig, sehr offen für diese Sache, hat sich mit der Dame unterhalten und hat sich dann letztes Jahr im Herbst selbst davon überzeugt, indem er einfach nach Weißrussland reiste und sich dort das Ganze alles live angesehen hatte. Er war dann so begeistert von dieser Technologie, dass er beschloss, das in Australien einzuführen und darum zu kämpfen, dass man das auch dort vor Ort baut. Und das erste Projekt, das in Australien gebaut wird, und es befinden sich bereits die Ingenieure dort, die das Ganze planen, das Ganze ist auch eine nicht ganz so einfache Geschichte, nämlich man baut dort aktuell bis zu 500 Meter, aber langfristig gesehen bis zu 1 Kilometer eine Bahn, und zwar von der Universität Flinders zum Campus. Man hatte dort immer diese Herausforderung, dass diese Studenten ewig weit um einen Berg herum, ich zeige das mal, nämlich hier, dass die immer um den Berg hier herum transportiert werden müssen. Man sieht hier die Straße. Und hier hört diese Querstraße auf. Also ich gehe mal davon aus, dass hier der Berg beginnt, den man nicht irgendwie bewältigen konnte. Und hier wird dann in Zukunft diese Bahn drüber gebaut. Sie haben da hier eine große Herausforderung. Sie müssen hier auf 50 Meter hoch. Das ist auch für die Skyway-Bahn keine Kleinigkeit. Aber man nimmt diese Herausforderung an und baut diese Bahn dort. Und ich freue mich sehr drüber, denn das ist einfach ein ganz wichtiger Schritt, um das Ganze weltweit einfach bekannt zu machen. Australien hat natürlich auch ein sehr weitläufiges Gelände. Die möchten das Ganze natürlich auch in Gesamtaustralien ausführen. Und dieses Pilotprojekt, so würde ich das jetzt mal bezeichnen, soll natürlich auch zum Vorzeigen einstweilen dienen. Aber man möchte auch dort einen Technopark bauen, wo das Ganze dann mal vorgeführt wird. Dazu zu sagen ist auch noch, Australien hat sich, ich würde fast sagen, ein bisschen eigenständig gemacht. Sie haben eine eigene Tochtergesellschaft gegründet, nämlich die Skyway Australia. Hier haben wir die Universität und hier drüben eben müssen die Leute hin. Hier ist auch der Anschluss an die öffentlichen Verkehrsmittel. Hier unten, der Vollständigkeit halber, das ist noch eine Bahn. Also hier haben wir eben auch ganzen Zusteigemöglichkeiten, schon sehr interessant. Und hier haben wir das Ganze noch, wie das in der Presse ja bekannt gegeben wurde. Einerseits, wie wir hier sehen, in einer der größten und ja bekanntesten Boulevardzeitungen. Wir kennen ja den Begriff Boulevard von der Bild zum Beispiel. Der Daily Telegraph ist auch so eine Boulevardzeitung, die sehr, sehr viele Leute lesen. Aber natürlich hat man das Ganze auch in Rundfunk und Fernsehen ganz stark erwähnt und bekannt gegeben. Und hier sieht man eben Skyway Train Plan for Flinders University. Hier sieht man unten den Rod Hook, daneben eben Unitsky, wie sie das Ganze besprechen. Und ja, man sieht auch, hier mal Rod Hook, hier Unitsky. Und hier 1 Kilometer ist hier geplant. Aber wie gesagt, das ist nur
der Anfang. Das ist natürlich jetzt ein Live-Projekt, das aber natürlich auch dazu dienen soll, für andere Projekte als Vorzeigeprojekt zu dienen. Aber wie gesagt, hier haben wir natürlich das Ganze beschränkt auf eine Bahn, wahrscheinlich auf so eine Unibus, die jetzt im Stadtverkehr fährt. Aber es fehlt natürlich die Transportbahn und die Highspeedbahn. Dazu braucht man dann natürlich diesen Technopark, der auch schon in Planung ist. Hier haben wir auch noch einen weiteren Meilenstein, nämlich in Berlin im September, und zwar vom 20. bis zum 23. September, findet eine Messe statt, eine Technomesse, wo also die ganze Technologien vorgestellt werden, und auch dort wird Skyway erstmals vertreten sein, und zwar meines Wissens mit dem Unibike auf alle Fälle und, wenn es irgendwie zu schaffen ist, auch mit dem Stadtfahrzeug. Wer sich für diese Messe interessiert, ich persönlich werde mir das Ganze ansehen, der sollte sich vielleicht speziell diesen Termin einplanen. Nämlich am 23.09. wird Unitsky persönlich dort sein und eine Kurzpräsentation starten bei der InnoTrans. Und geplant ist auch noch, und ich hoffe, dass es auch alles klappt, am 24. von Skyway Capital, dass man dort auch vor Ort eine Konferenz plant für die Investoren und die Interessierten. Also wer nach Berlin fahren möchte, sollte vielleicht diese 2 Tage einplanen. Nun komme ich zu dem Teil, der uns natürlich als Investoren auch ganz besonders interessiert. Jetzt geht es ums Geld, um die wirtschaftlichen und die organisatorischen und natürlich auch rechtlichen Aspekte und natürlich um das Projekt Ökopark, Ökotechnopark, das wir ja im Moment finanzieren. Ja, wie sieht es denn mit der Rentabilität aus von Skyway? Lohnt sich das für uns überhaupt, hier zu investieren? Oh ja, ich würde sagen, sogar ganz besonders. Es gibt verschiedene Punkte, die eine Rolle spielen. Das eine ist eben diese profitable Investitionsfinanzierung. Das heißt nichts anderes, wir kaufen Firmenanteile derzeit zu einem extrem günstigen Preis. Und wird dann das Unternehmen erst auf den Aktienmarkt eingeführt, dann weiß man ja, dann steigt der Wert erheblich. Dann profitieren wir natürlich auch von der Unternehmenskapitalisierung. Weiter profitieren wir, wer sich hier schon mal befasst hat mit dem Thema Aktien. Jedes Unternehmen, das Aktien ausgibt, schüttet im Normalfall jedes Jahr Dividenden aus. Das hängt einfach zusammen, wie hat sich das Unternehmen entwickelt, wie hat es sich vergrößert, wie sind die Gewinne und so weiter. Und je mehr Aktien das man hat, desto mehr bekommt man natürlich diese Dividenden. Jetzt, wenn ich natürlich aktuell zu einem sehr, sehr niedrigen Preis sehr viele Aktien kaufen kann, dann profitiere ich natürlich auch extrem von den Dividenden, sofern ich meine Aktien behalte, klar. Und diese Ausschüttung ist meistens einmal im Jahr. Und alle Projekte, die die Firma umsetzt, davon profitieren wir eben über unseren gekauften Firmenanteil. Zum Thema geistiges Eigentum, wir kennen ja dieses sogenannte Patentrecht. Skyway besitzt die Exklusivrechte an dieser Stringtransporttechnologie und diese Exklusivrechte an dieser Technologie wurden von externen Experten auf 400 Milliarden Dollar geschätzt. Also ist nicht gerade wenig und so können wir auch versichert sein, dass hier unser Geld gut aufgehoben ist. Und zum Thema Kooperationsperspektive, das heißt einfach nichts anderes, durch den rechtzeitigen Kauf von Anteilen dieses Transportunternehmens mit einem sehr hohen Wachstumspotenzial, das haben wir definitiv, weil wenn es ein Weltprojekt ist, wird es nach und nach in den verschiedenen Ländern eingeführt. Soweit ich weiß, gibt es schon Vorverträge aktuell mit 5, meines Wissens, die Emirate, Türkei, Slowenien habe ich jetzt vor kurzem gehört, natürlich Weißrussland, Australien ist schon im Bau und noch viele weitere Interessenten. Sie warten eigentlich nur auf die Zertifizierung und auf den Startschuss eben über den Ökotechnopark. Also wir stehen eigentlich kurz vor der Umsetzung. Und durch dieses
ja, Wachstumspotenzial haben wir natürlich auch die Möglichkeit, enorm hohe Gewinne erzielen zu können. Firmenanteile werden von der Eurasian Skyway Holding vergeben. Die Begriffe erkläre ich dann nochmal im Einzelnen. Diese Firmenanteile, also meines Wissens sind 15% vom Gesamt, belaufen sich auf 60 Milliarden, also gut 60 Milliarden Anteile. Man sieht es hier, 60 Milliarden, 130 Millionen, Millionen schenke ich mir jetzt hier mal. Also diese über 60 Milliarden Aktien dürfen ausgegeben werden. Wenn die alle ausgegeben sind, dann ist Schluss für uns. Deshalb wird es auch für uns Privatinvestoren nicht mehr so sehr lange möglich sein. Meines Wissens sind wir derzeit bei ausgegebenen Aktien bei circa 22 Milliarden. Sie werden sagen, naja, da haben wir ja noch jede Menge Potenzial. Nein, ganz so ist es nicht, denn wir haben ja viele, die auf Raten bezahlen. Und diese Ratenzahlung läuft ja noch die nächsten Monate. Und erst wenn ich komplett bezahlt habe, bekomme ich anfangs von Skyway Capital dieses blaue Zertifikat. Das hier ist eines von meinen. Das bekomme ich erst, wenn ich komplett alle Raten bezahlt habe. Und da steht dann auch drinnen, welchen Anteil von wann bis wann ich persönlich gekauft habe. Jetzt, wenn ich erst in, was weiß ich, 8 Monaten fertig wäre mit meiner Zahlung, das ist natürlich alles eingeplant, keine Angst, aber dann habe ich jetzt hier nicht den aktuellen Stand. Also das läuft die nächsten Monate noch weiter. Wenn wir jetzt bei 22.000 ausgegebenen sind auf laut Zertifikat, dann heißt das noch lange nicht, dass wir noch so viele erwerben können. Gut, wie gesagt, wir bekommen das Ganze anfangs von Skyway Capital. Dieses blaue. Hier steht dann auch die Anzahl drinnen. Ich kann es hier nicht lesen. Und wenn das Ganze dann bei der Eurasian Rail Skyway System Holding Limited eingetragen ist, das ist die Firma, die einfach die Aktien alle verwaltet und ausgibt, dann wird dieses vorläufige Zertifikat gecancelt. Dann steht hier auch ganz groß rot drüber Cancel. Und dann bekomme ich dieses. Und all meine gesammelten Zertifikate, die befinden sich dann in diesem Extrakt. Das haben wir alle auch auf der Seite bei den Zertifikaten ganz oben rechts mal, wer schon sowas hat, wenn ich nicht einfach mal Sponsor oder uns fragen über die Chats. Und da ist dann alles drinnen. Dieses Extrakt ist das Wichtigste überhaupt. Denn hier steht mein gesamter Besitz drinnen. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal genauer an, wenn ich investiere. Wo fließt meine Investition hin? Ich habe hier ein Beispiel genommen, 200 Dollar, weil das rechnerisch sehr gut zu erklären ist. Also 200 Dollar Investition fließt erstmals in die sogenannten Sammelstellen. Das ist einerseits diese Skyway Invest Group, die RSW System und in unserem Fall die Skyway Capital. Sie werden sagen, ja, warum speziell in die? Nun, Skyway Capital hat sich jetzt eben ein bisschen darauf spezialisiert, es immer mehr dem deutschsprachigen Markt anzupassen. Und da wir ja alle besser Deutsch können als Englisch oder was weiß ich oder Russisch, ist es natürlich sehr günstig hier, dass wir bei Skyway Capital sind. Und auch dieses Webinar, das alles gab es ja bisher noch gar nicht in Deutsch. Also hier fließen unsere Gelder rein. Das sind rein drei Sammelstellen, die die Gelder sammeln. Und diese Gelder werden dann verwendet und umgesetzt und ausgegeben von der Global Transport Investment Incorporation, kurz GTI. Diese Global Transport Investment Incorporation ist nichts anderes wie, ich würde jetzt mal sagen, die Exekutive, die ausführende Kraft. Ja? Was heißt das? Hier angebunden ist natürlich das Konstruktionsbüro. Der russische Begriff ist ZAO, das ist die Abkürzung für das russische Wort. Ich breche mir nicht die Zunge ab. Zu Deutsch nichts anderes als das Konstruktionsbüro für die Stringtechnologie. Hier wird geforscht, hier wird alles ausgerechnet, hier werden die Aufträge vergeben und unter anderem natürlich auch hier veranlasst, dass dieser Ökotechnopark, der notwendig ist für die Präsentation und die Zertifizierung gebaut wird. Die
Gelder fließen in die Projekt, in das Projekt selber und in den Businessplan dafür, dann in die Baugenehmigung, Baubeschreibung, Erwerb des Grundstückes bekommen wir auch nicht geschenkt und natürlich für die gesamten vertraglichen Vereinbarungen. Anwälte, Notare und so weiter müssen ja alle bezahlt werden. So, jetzt haben wir das Geld ja mal gegeben, aber wir geben ja nicht unser Geld her, wir wollen ja auch was dafür erhalten. Wir leihen ja nur das Geld. Und als Pfand, sehen wir jetzt hier, als Pfand für unsere Gabe von diesen 200 Dollar bekommen wir vom Garantiegeber Unisky Corporation, das sind die Personen, die die Patente halten, in Verbindung mit der Eurasian Rail Skyway System Holding, das sind diejenigen, die die Aktien ausgeben, sehr verwirrend das alles, aber wie gesagt, die beiden gehören irgendwo zusammen, die geben uns die Garantie in Form von Aktien. Die Aktie ist nichts anderes wie eine Art Pfandschein, so muss man sich vorstellen. So, ich bin der Investor, ich habe 200 investiert, bekomme als Gegenleistung hier 20.000 Aktien aktuell. Und somit bin ich ab dem Zeitpunkt Aktionär. Man sieht schon, die Dame sitzt hier sehr entspannt, sitzt sie drauf und wartet auf ihre künftigen Dividenden. So, und hier, das ist auch interessant, wir haben wie gesagt 200 Dollar investiert, wenn Sie sich erinnern, 20.000 Aktien bekommen. Gut, wir sehen hier schon, der Wert der einzelnen Aktien ist im Augenblick nicht so hoch. Genau das ist unser Vorteil, weil dadurch können wir jetzt zu einem Spottpreis, wie man hier in Bayern gut sagt, Aktien erwerben, die aber von der Firma her abgesichert sind vom Wert bis zu einem Dollar, dass es steuerfrei bleibt. Das heißt, wenn diese 200 Dollar insgesamt 20.000 wert werden, weil die Aktie auf einen Dollar pro Stück ansteigt, dann ist das Ganze für uns steuerfrei. Erst wenn die Aktie über einen Dollar ansteigt, das wurde einfach von der Firma her so festgelegt, dann müssen wir diese sogenannte, in Deutschland heißt es Kapitalertragssteuer, bezahlen. Gut, das werden wir definitiv irgendwann müssen, wenn wir nicht vorzeitig die Aktien wieder verkaufen. Wenn wir sie langfristig halten, gehe ich davon aus, dass wir zahlen müssen. Das tun wir aber dann gerne. Dann nehme ich mir gerne einen Steuerberater und schaue, dass das Ganze geregelt wird. So, wir haben hier bei diesem Beispiel einen Diskont, der Begriff ist wichtig jetzt, von 1 zu 100. Das heißt nichts anderes. Ein Dollar bringt mir 100 Aktien. Diese Diskontwerte sind unterschiedlich, je nachdem, wie viel Geld ich investiere, wie viele ich bereit bin, in diese Firma mich finanziell einzubringen. Hier in dem Fall eben 1 zu 100. So, jetzt lassen wir das bei diesem Beispiel. Ich würde einen Dollar das Ganze anwachsen lassen und würde dann verkaufen. Dann hätte ich einen Reingewinn abzüglich der 200 von 19.800. Hier haben wir doch eine interessante Information für diejenigen, die sagen, naja, wenn ich vorher was brauche. Die Firma plant, einen internen Handel erstmal schon mal zu eröffnen, und zwar vielleicht schon im nächsten Jahr, habe ich was Leuten hören. Interner Handel heißt, es ist noch nicht offiziell über die Börse, da gibt es ja einfach natürlich schon einige Hürden, sondern das ist einfach intern, dass die Firma vielleicht versucht, Anteile zurückzukaufen oder dass wir die Möglichkeit bekommen, auch anderen privaten Aktien zu verkaufen. Und wer eben, wie gesagt, diese Geduld nicht hat, bis das Wachstum kommt, der kann hier schon mal entweder einen Teil oder meinetwegen auch alles hergeben. Ich würde es nicht empfehlen, zumindest nicht unter dem Wert von einem Dollar, weil bis dahin ist es steuerfrei und lukrativer kann man heute keine Geschäfte mehr machen. Hier kommen wir zu unseren Paketen mit einer Ratenzahlungsmöglichkeit. Was heißt das?
Ja, nicht jeder hat die Möglichkeit, was weiß ich, eine größere Summe auf einmal hinzulegen. Deswegen hat man gesagt, okay, man bietet seinen Investoren die Möglichkeit, das Ganze auf Raten zu bezahlen. Nehmen wir hier das kleinste Beispiel für diejenigen mit dem kleineren Geldbeutel, die jetzt auf Raten bezahlen möchten. Das wäre jetzt hier monatlich bei $25. Wenn ich sage, okay, ich zahle die ersten beiden gleich auf einmal, dann bekomme ich noch zu diesen 26.250 nochmal 9.000 Aktien dazu. Macht im Prinzip fast jeder. Weil wer verschenkt schon gerne 9.000 Anteile wegen $25? So, hier würde ich zum Beispiel, ich habe es ausgerechnet, einen Diskont haben von 1 zu 141. Das heißt, ich bekäme fast 150 Anteile oder 140, 141 genau für einen Dollar. Wenn ich das Ganze natürlich steigere, dann wächst es entsprechend. Ich nehme jetzt als Beispiel noch das letzte. Hier habe ich, wenn ich hier die 405 nehme, plus Doppelzahlung, das heißt, ich investiere insgesamt auf Raten $1.800, dann bekäme ich einen Diskont von 1 zu 305. Also man merkt schon, je mehr ich bereit bin zu investieren oder investieren kann, desto mehr bekomme ich im Verhältnis an Diskont. Hier 1 zu 141 und hier 1 zu 305. Hier unten sind die Diskontbeträge schon eingetragen. Da braucht man nicht mehr selber rechnen. Ansonsten einfach die Gesamtsumme durch die eingezahlte Summe und so komme ich auf meinen Anteil. Hier links oben die Beispiele möchte ich noch kurz erwähnen. Auf vielfachen Wunsch hat man hier diese Pakete geschaffen. Und zwar nehmen wir hier dieses kleine Babypaket. Das will ich jetzt nicht. Ein Pfeilbildepaket würde bedeuten, ich Dollar bezahlen, wenn ich einmal diese Doppelrate, dann würde ich noch einen Bonus drauf bekommen von 30.000. Also das heißt insgesamt gut 130.000. Und wenn ich schön brav regelmäßig bezahle, kriege ich sogar als Investor nochmal 5.000. Jetzt werden Sie sagen, wieso als Investor? Ganz einfach. Diese beiden Pakete, wenn ich die komplett bezahlt habe, bekomme ich ein Formular. Diesen Formular trage ich den Namen des Kindes ein. Das Kind muss unter 17 Jahre sein. Und dieses Kind bekommt das namentlich dann auf sich geschrieben. Also ich könnte rein eine Ausbildungsversicherung damit finanzieren. Kennt ja vielleicht der eine oder andere. Oder eine Aussteuerversicherung oder was weiß ich immer, da zahle ich auch jedes Monat so und so viel über viele Jahre und zum Schluss, wenn das Kind 18 ist, bekommt es Geld. Auch diese Möglichkeit hat man mit diesen Paketen hier, das natürlich in größerem Bereich, nämlich monatlich 150 A9 Raten. Wenn die Oma sagt, ich möchte meinem Enkel das finanzieren, dann wäre das eine gute Möglichkeit. Dann bekäme aber auch die Oma selbst noch ein Schreiben, wo ihr Name drin steht. Weil sie ist ja der Investor und sie verwaltet das Ganze dann bis zum 18. Lebensjahr dieses Kindes. Und das Kind kann erst zu seinem 18. Lebensjahr dieses Paket, diese Aktien verkaufen. Deshalb bekommt man auch einen relativ hohen Anteil, weil das natürlich schon eine längere Zeit ist. Dann haben wir hier noch weitere Pakete, die sind jetzt aktuell zur InnoTrans. Hier das ist für die Leute, die ein bisschen größer investieren wollen, die sagen, okay, ich möchte immer mal einen Tausender zahlen. Hier hat man die Möglichkeit, mit dem ersten Tausender 235.000 zu bekommen, mit dem zweiten genau 35.000 mehr, nämlich 270, hier nochmal mehr und hier nochmal mehr. Je mehr, dass ich die Tausender bezahle, desto mehr bekomme ich. Das ist jetzt eben speziell auf die InnoTrans in Berlin. Investoren hier diese Pakete. Und vorgestellt hat.
kurz vor Schluss mag mich jetzt das System nicht mehr. Okay. Wie gesagt, es springt wieder drüber. Das wollte ich jetzt nicht. Okay, hier nochmal zusammengefasst die Tabelle. Okay, ich schenke mir das, dass ich es jetzt im Detail erkläre. Aber dass hier diese Etappen der Technologie, die sind schon interessant. Wir haben hier verschiedene Entwicklungsetappen. Das Ganze beginnt hier 1978 mit der Entwicklung der Technologie an sich durch Unitsky. Dann mit der Entwicklung des Designs. Hier nämlich 2014 bis 2015. Letztes Jahr hat man dann angefangen mit dem Bau des Technoparks, der immer noch aktiv gebaut wird. Und das Endziel dieses Jahres, es soll jetzt im Spätherbst, soll es beendet werden. Dort arbeitet man sehr aktiv. Ich habe gesehen, sogar Samstag, Sonntag, die machen keine Pause. Dann geht es in die Demonstration, das heißt in die Präsentation und natürlich in die Zertifizierung. Ein ganz wichtiger Schritt bei großen Unternehmen. Und für nächstes Jahr ist dann die Markteinführung geplant. Wenn man jetzt mal von Australien absieht, wobei natürlich auch da es noch ein klein bisschen dauert, bis die mit dem Bau fertig sind. Hier, wir befinden uns derzeit in der Phase 7. Ich habe hier einen kleinen Betrag bewusst mit eingebaut, weil wir haben hier immer von diesem Diskont von bis gesprochen. Dieser Betrag, den werden Sie in der nächsten Folie nicht finden. Das ist einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel nur 15 Dollar investieren möchte. Auch diese Möglichkeit habe ich, 15, 30 und so weiter zu investieren. Dann habe ich natürlich einen wesentlich kleineren Diskont, wie wenn ich so ein Ratenzahlungspaket mache. Also wer sich es irgendwo leisten kann, der sollte vielleicht das minimale Ratenpaket nehmen, weil einfach die Rendite wesentlich höher ist. Und wer natürlich ganz groß investieren möchte, kann und so weiter, der kann einen Diskont bis zu 400 derzeit in dieser Phase erreichen. Die Pfandaktien, die jetzt in dieser Phase vergeben werden, das ist, sind insgesamt 7 Milliarden Anteile. Und hier zusammengefasst haben wir nochmal die einzelnen Phasen. Die eine Phase war im August bis Dezember 2015. Da wurden insgesamt 5 Milliarden Anteile ausgegeben mit einem Diskont von 1 zu 200. Bitte, hier geht es nur um die Pakete, nicht um die kleinen Beträge, bis 1 zu 640. Und hier sieht man schon, macht schon sehr viel aus zur aktuellen Phase 1 zu 400 bei den Großen. Merkt man schon gewaltig. In der Phase 6 sah es so aus, 1 zu 150, das ist ungefähr das, was wir jetzt auch haben, ist ein bisschen kleiner noch, bis 1 zu 500. Und aktuell eben in der Phase 7 haben wir 1 zu 150 bis 1 zu 400. Also wenn man es genau nimmt, müssen wir hier schreiben 1 zu 141. Aber man sieht schon, es wird maßgeblich weniger mit jeder Phase. Und in der nächsten Phase, die wird bald beginnen, da wird es dann auch wieder weniger lukrativ. Also wer die Möglichkeit hat, der sollte schon so bald wie möglich investieren und der investieren möchte natürlich, denn das lohnt sich absolut. Also es geht hier nicht mal um die kleineren Beträge, die hier ja etwas teurer werden. Nimm ein Beispiel, ein Paket, das letzten Monat noch 300 auf Raten gekostet hat, kostet diesen Monat 400. Nein, um diese Summe geht es gar nicht. Es geht darum, man bekommt wesentlich weniger Anteile. Und wenn man davon ausgeht, dass eine Aktie, die jetzt vielleicht einen Cent kostet, dann einen Dollar wird, dann wird es richtig teuer, wenn ich hier ein paar Tausend verschenke. Und deswegen, und das vielleicht für 50 Dollar oder was weiß ich, weil ich gezögert habe. Also das empfehle ich Ihnen nicht. Wer die Wahl hat oder investieren möchte, entscheiden Sie sich schnell, denn wir sind tatsächlich hier in der Endphase. In der Endphase, nächstes Jahr geht es in den Start ab, das heißt, es beginnt das Ganze. Hier haben wir noch ein paar Bilder aktuell vom Juni 2016. Hier haben wir das Bahnhofsgebäude, man sieht hier schon, hier beginnt die Schiene, das ist eben die Hochgeschwindigkeits- und Regionalbahn, fährt hier raus.
So sieht sie oder sah sie im Juni aus, wahrscheinlich ist sie jetzt schon wesentlich weiter. Hier haben wir diese Stützpfeiler, die sind hier auch schon fertig, dass man das nur noch einhängen muss, möchte man auch demonstrieren. Hier auch die breiteren Elemente, hier sieht es noch ein bisschen nach mehr Arbeit aus, aber auch hier dieses Geflecht, ja, das ist auch schon diese Währung, so nennt man das, ist auch schon vorm Betonieren, also ist auch noch eine Frage der Zeit, wenn es nicht bis heute schon erledigt ist. Ich bin jetzt soweit am Ende dieser Präsentation anbelangt. Sie können jetzt noch Ihre Fragen stellen. Ich habe mich jetzt nicht um den Chat gekümmert. Ich glaube, der eine oder andere hat hier schon eifrig mitgeschrieben. Aber wenn Sie jetzt noch Fragen haben, können Sie die gerne stellen. Wir werden unser Möglichstes tun und diese Fragen beantworten. Ich höre mir jetzt zur Unterstützung noch die Jana dazu, die hoffentlich jetzt bald kommt und werde mich jetzt auch wieder zeigen, dass das Internet mitspielt. Hallo, jetzt bin ich wieder persönlich hier. Also Sie dürfen gerne die Fragen. Über PESA, nein, PESA geht nicht. ADV ist möglich, Perfect Money ist möglich und Kreditkarte ist möglich, OKPay, soweit ich jetzt im Kopf habe. Aber PESA oder Neteller, nein, Neteller wüsste ich jetzt auch nicht. Ich habe gerade gesehen, der Mario hat Probleme mit dem Ton, haben mehrere Probleme mit dem Ton gehabt. Wie investiere ich jetzt praktisch? Peter Fischer, hast du einen persönlichen Sponsor? Hast du einen persönlichen Sponsor? Der Ton kommt und dann setzt er aus. Das ist aber gar nicht schön. Das ist aber gar nicht schön. Das muss heute irgendwie mit dem Internet zusammenhängen. Ich hoffe mal, es hat mit der Aufzeichnung funktioniert und dass die Jana das gut aufzeichnen konnte. Wenn nicht, wir haben auch letzte Woche schon ein Webinar gehabt. Da gibt es eine Aufzeichnung, kann man sich auch ganz gerne mal nochmal ansehen. Vom Inhalt her ist es ja nicht so sehr verändert. Aktuell noch nicht. Genau, guten Abend. Ich konnte mich endlich dazu schalten. Okay, Jana, hast du auch den Ton schlecht gehört? Nur am Schluss war es ein bisschen abgehackt, aber sonst war es okay. Aber ich habe auch am Schluss, man hat es bemerkt, hatte ich große Probleme, dass die Seiten weitergegangen sind. Also irgendwie hing das scheinbar mit dem Internet zusammen. Ich habe es immer wieder probiert, deswegen war ich plötzlich 10 Seiten weiter. War nicht so gut. Emil, bei dir kann es natürlich auch mit dem Stick zusammenhängen. Weil da ist die Übertragung natürlich noch etwas schwächer. Okay, ich lese mal eine Frage vor vom Uwe. Okay. Gibt es Patente, nationale oder internationale? Deutschland hatte auch schon den Magnetschwebezug und als das Patent ausgelaufen war, haben die Chinesen es nachgebaut. Jana, ich glaube, die Frage muss ich an dich weitergeben. Die kann ich persönlich, aber ich gehe nicht davon aus, dass die die Patente aus der Hand geben. Denn normalerweise ist es so, wenn man ein Patent hat, dann kann man es höchstens verkaufen. Und die Magnetbahn. Soweit ich informiert bin, wurden die Patente erstmal nur für das Land, wo die Technologie jetzt gebaut wird, erstellt. Und sobald die Technologie zum Beispiel jetzt nach Deutschland kommt, wird das auch hier patentiert, weil die Patente ziemlich teuer sind. Muss man mit dem Geld natürlich ganz anders umgehen, wenn es von den Investoren kommt, und abwarten. Wenn die Technologie in Deutschland den Fuß fasst, dann wird das natürlich sofort patentiert. Und dann denke ich, läuft das auch nicht aus, weil die Technologie Geld bringt und das immer erweitert werden kann oder verlängert werden kann. Genau.
Dann Gut. seine Frage lautet noch weiter: Was ist mit Planungssicherheit und politischem Länderrisiko? Politischen Länder, Plan und Sicherheit, ja. Grundsätzlich ist es ja so, die Länder selber, soweit ich weiß, Jana, berichtige mich bitte, die Länder selber haben jetzt Interesse gezeigt und die werden dann ja Vorverträge oder Verträge abschließen mit UNISKY. Ja. Und ja, du darfst die Frage gerne besser beantworten. Ja, politische Länderrisiko. Eben, das kann man jetzt heutzutage gar nicht beantworten. Es gibt Länder, die dafür offen sind und es gibt sicher Länder, die dafür nicht offen sind. Und man geht einfach dahin, wo die Technologie gebraucht wird, erwartet wird und bezahlt wird. Wir haben genug Länder auf diesem Planeten, wo man anfangen kann. Und der Rest kommt nach und nach. Wir kommen alle nicht dran vorbei. Und außerdem, man kann ja nicht alles gleichzeitig bauen. Diejenigen, die zuerst sich anmelden und das haben möchten, die werden starten. Und ich sage es mal, Facebook ist auch nicht von heute auf morgen groß geworden. Oder Apple hat auch seine Zeit gebraucht. Das nennt man einfach Start-up-Unternehmen. Das beginnt langsam und weitet sich immer mehr aus. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Aktie, ich sage jetzt mal, im Cent-Bereich liegt, dann wird das natürlich nicht von heute auf morgen ansteigen auf $100, sondern das wird sich auch erst im Laufe der Zeit mit dem Zuwachs, mit dem Dazukommen von Ländern entwickeln. Genau. Jetzt habe Und ich dies eine stellt Frage. doch. Ja. Rosmarie, wolltest du noch was sagen? Ja, ich. Das Problem ist, das geht jetzt so schnell mit den Fragen weiter. Denn Peter Fischer, der möchte immer wissen, wo und wie kaufe ich. Peter Fischer, ich muss dich jetzt mal direkt fragen, wer hat dich in dieses Webinar geschickt? Wie kommst du in dieses Webinar? Verstehst du mich gut, Jana? Liegt es nur an Ja, einem? ist alles gut. Also liegt es nicht an mir, an meiner Technik, sondern dann ist es wahrscheinlich bei bestimmten Personen heute sehr schlecht. Peter, wer hat dich eingeladen hier in dieses Webinar? Peter Fischer. Hast du einen direkten Ansprechpartner? Du kannst natürlich gerne auch mit mir im Nachhinein sprechen, aber wie investierst du? Bist du schon eingetragen? Bist du schon registriert? Naja, der will anscheinend nicht antworten. Ah, Durch Jürgen Jürgen Siegel. Siegel. Und der Jürgen Siegel, kennt sich der noch nicht so gut aus? Weil normalerweise ist derjenige, der dich eingeladen hat, der dir dann auch zeigt, wie du investieren kannst. Aber okay, kein Problem. Peter, du darfst dich gerne auch mal an mich wenden. Ich werde dir das gerne zeigen über Skype. Bleib einfach so lange dran, bis wir durch sind und dann schreibe ich, dann sage ich dir meinen Skype-Namen. Dann zeige ich euch das. Okay? Gut, Genau. aber oben war noch eine Frage, die habe ich jetzt leider, müssen wir schauen, ob wir da noch nach oben Mit kommen. welcher Technik werden die Genau. Minibusse fortbewegt? Genau. Das ist gut. Die fahren auf den Schienen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es wird meines Wissens elektronisch, aber so wie ich heute gelesen habe aus der Info, die mir die Jana gegeben hat, setzen die tatsächlich verschiedene Technologien ein. Also das heißt, verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu bewegen, unter anderem auch Schwerkraft- oder Gravitationsmotortechnologie, Elektrizität, aber auch andere Arten. Das kann man gar nicht so pauschal sagen. Und so die Einzelheiten verraten sie uns nicht, denn ja, wenn jeder alles verraten würde, dann würden es vielleicht ganz schnell welche nachmachen. Und das muss man irgendwo auch verstehen. Aber grundsätzlich ist das Ganze, wie man schon gesehen hat, sehr sparsam. Ich glaube, dass sehr viel auch vom Strom her mit Sonnenenergie, habe ich herausgelesen, und mit Windenergie angetrieben wird oder die Elektrizität geschaffen wird. Und dank dieser Gravitationsmotortechnik, das ist nichts anderes, man nutzt hier die Schwerkraft aus, kann man hier natürlich mit sehr, sehr wenig Energie diese Fahrzeuge ja bewegen. Wie wir ja schon gesehen haben im Vergleich zu einem Auto, das
wenn das das gleiche Gewicht hätte, von 1100 zu 9,2 Kilowatt, das ist schon enorm. Ist die Frage soweit beantwortet? Es gibt von Wies noch eine Frage. Moment. Wieso ist sie weg? Wenn jemand keinen Partner eingeladen hat, wie geht es dann? Moment, habe ich die Frage richtig verstanden? Anton, hast du keinen Empfehler? Hat dich nicht hier jemand eingeladen? Wie bist du ins Webinar gekommen? Magst du mir das kurz in den Chat schreiben? Wir legen nämlich hier sehr, sehr viel Wert drauf, dass ja niemanden irgendwo ein Interessent weggenommen wird. Aber wenn natürlich jemand keinen Ansprechpartner hat oder vielleicht, ich habe heute auch eine Einladung in Google reingegeben, in größerer Dimension, der kann natürlich auch gern uns ansprechen. Aber wie gesagt, in erster Linie, irgendjemand hat meistens eingeladen zum Webinar und das ist auch dann die Person, die dir in der Regel weiterhilft. Und wenn er sich selber noch nicht auskennt, sind wir natürlich gerne da, um euch zu unterstützen. Also Anton, wie sieht es bei dir aus? Hast du keinen persönlichen Ansprechpartner? Nein, hat er geschrieben, nein. Okay. Er hat das irgendwie übers Internet gefunden. Okay, magst du dich dann direkt an mich wenden? Ist das okay? Bist du in Skype, Anton? Kann sein, dass das auf meine Aktion heute war. Zuerst angemeldet. Ich habe mich zuerst angemeldet. Durch das Internet. Okay. Okay, er hat sein Hans Helmer hinterlassen. Okay, dann kannst du ihn anschreiben. Schreibe ich. Peter Fischer kann das ja auch machen. Sein Skype da lassen. Genau, dann machen wir das so. Also, das ist Hans Hellmann, das ist dein Skype-Name, Anton. Dann werde ich dich im Anschluss an dieses Webinar gleich kontaktieren. Genauso den Peter Fischer, okay? Schreib bitte auch deinen Skype-Namen rein. Nicht wundern, ich bin Skype-Name, der Name ist eh klar, Bobby Licaro. Ich habe auch so einen schönen Skype-Namen. Peter Fischer, schreibst du bitte auch deinen Skype-Namen rein? Natürlich darf auch dein Sponsor, der Jürgen Siegel, gerne mit zuhören. Es gibt auch die Möglichkeit einer Dreierkonferenz. Dann bitte auch diesen Skype-Namen rein. Genau, ich habe noch eine Frage gefunden von Gis. Mhm. Wie lange dauert es denn, bis das Projekt tatsächlich gebaut wird? Oder wartet man darauf, bis die australische Firma den Prototyp an der Uni umsetzt? Zum Thema an der Uni umsetzen, da ist die Planung schon, das läuft im Prinzip schon. Und zu dem Projekt, Pilotprojekt jetzt in Weißrussland, das ist ja der Startschuss, da, das ist so, der Technopark wird dieses Jahr beendet. Dann können natürlich auch die Großinvestoren sich das ansehen, Verträge machen, aber man wird natürlich nächstes Jahr, sobald die Zertifizierung durch ist, sofort damit starten. Jana, habe ich das richtig beantwortet? Ja, ja, genau. Sie nickt. Also im Grunde, wir sind in der Ziellinie, kann man so schön sagen, zum Start. Es dauert nicht mehr lange. Wir haben hier eine gigantische Möglichkeit, ich sage jetzt mal für ganz wenig Geld, große Möglichkeiten zu haben. Bisschen Geduld braucht man natürlich. Aber wenn man sich so im Großen und Ganzen ansieht, was eine Aktie, und ist, wenn nur einen Dollar wert ist, kostet, hier haben wir Centbeträge, die sich zum Dollar, zu 10 Dollar, zu auch 50 entwickeln können im Laufe der Jahre, Jahrzehnte. Man muss es einfach etwas langfristiger sehen. Und so eine Möglichkeit wird man wahrscheinlich im Leben, wenn überhaupt, nur einmal bekommen. Das kann ich für meine Person sagen. Ich bin auch sehr vorsichtig gestartet, aber je mehr, dass ich gegraben habe und habe mich mit dieser Technologie auseinandergesetzt, desto begeisterter war ich und ich habe ein Paket nach dem anderen gekauft.
Also mittlerweile habe ich sogar für meine Kinder angelegt und ja, also so eine Möglichkeit bekommt man tatsächlich nur, ich glaube, fast einmal im Leben, wenn überhaupt. Jana, ich glaube, da bist du. Genau. Ich kann nur zustimmen, weil sowas gab es noch nicht und wird es auch nicht mehr geben. Ich bin meinem Sponsor, den Emil, der jetzt aus technischen Gründen schon raus ist, sowas von dankbar, dass er mir das Ganze vorgestellt hat. Und auch die Leute, die mit mir jetzt schon hier aktiv investiert haben, auch die sehen es kein bisschen anders. Der Genau, je Anton. länger wir uns damit beschäftigen, desto interessanter ist das Ganze. Und deswegen können wir gar nicht anders wie darüber reden, darüber informieren und allen zeigen, dass es so toll ist. Ich warte immer noch beim Peter Fischer. Nee, die haben schon. Die Die haben haben schon. alle Daten. Oh, ich habe es Sonst nämlich schreib jetzt. noch du deinen Ach ja, rein, hier für alle unten, Fälle. Entschuldigung. Alles gut. Fermadia. Das ist der Peter Fischer. Genau. So, jetzt müssen wir uns natürlich Gut. darauf einigen, mit wem ich das als erstes mache. Peter Fischer, du bist schon registriert, oder? Du bist beim Bevor Sie Jürgen kommen, lass Seelisch. es, frag das dann im Skype, denke ich. Okay, also Okay, müssen wir wir beide neu. machen heute Schluss. Okay, dann würde ich sagen, ich kontaktiere jetzt beide, den Peter Genau. und den Anton, und dann machen wir aus, wer der Erste ist. Okay? Dann machen Genau. wir jetzt Schluss, wenn keine weiteren Fragen mehr sind. Und wir hören uns dann Vielen nächste Dank für die Woche. Aufmerksamkeit und vielen Dank dir, Rosi. Also, bis später und vielen Dank nochmal an alle, dass ihr